Was wäre denn sonst noch interessant? Place and Warehouse wäre eine Sache, die wir halt jetzt noch machen könnten. Weiterer Wholesale Discount, weitere Items. Warum nicht weitere Items? Ja, weißt du was? Machen wir das mal. So, was ist neu? Great Auction L-Phone 5. Oh, das ist eine ganz angenehme Preisspanne. Ganz ehrlich, wenn wir da, ne, im Laden einen guten Rabatt für kriegen, können wir damit schon einen ganz guten Gewinn machen, würde ich behaupten. Prozentual haben wir dann vielleicht nicht mehr so eine hohe Marge wie bei den anderen Sachen, die wir haben, aber an ne, tatsächlicher Marge. Theoretisch könnten wir die sogar so schon kaufen, weil, wenn wir ehrlich sind, $44,10 ist jetzt nicht unglaublich viel. Also, ne, ist schon viel für uns im Moment, aber $44,10 und der Mindestpreis, den wir einstellen können, ist so bei $49. Wir gehen meistens hier so bei dieses erste Drittel. Das heißt, wir würden allein da schon so $20 Gewinn machen. Klar, da müssen wir nochmal abziehen, Paketkosten. Ist okay. Wir müssen auch nochmal abziehen, Druckerkosten, Versandkosten, weil das gehen wir nicht alles im Laden kaufen. Aber das ist immer noch ein ganz okayer Gewinn, finde ich. Können wir eigentlich machen. Beim RAM, was können wir da eigentlich so preislich rausholen? Ja gut, ne, ist nicht ganz so viel. Aber auch das ist ein okay. Beim Handy könnten wir tatsächlich. Bin ich am Nachdenken gerade schon. Aber müssen wir jetzt halt mal gucken, ne? Warten wir erstmal ab, bis unsere Bestellung da reingekommen ist. An Sachen. Wir sollten vielleicht trotzdem schon mal noch einmal das Lager ausbauen. Dann sehen wir schon mal, was wir da so an neuem Lagerplatz reinkriegen, weil, wie gesagt, wenn wir halt jetzt nochmal Sortiment um weitere Produktsorte komplett erweitern, dann müssen wir halt wirklich genug Platz haben. Okay, einmal da eins und da noch zwei. Kann ich mich mit anfreunden. Jetzt sollten wir uns aber definitiv mal ein bisschen schlafen legen. So, bis 3 Uhr. Dass unsere Heizkosten nicht so abnormal hoch sind, frage ich mich auch, wie das geht. Immerhin haben wir wirklich wortwörtlich immer die Tür offen. Und in der Realität bräuchten wir wahrscheinlich auch einen Türsteher. Und natürlich drückst du die erste Sache aus und sofort. Kein Papier mehr. Typischer Drucker. Normalerweise ist es aber eher, keine Tinte mehr. Oder Papierstau. Aber wenigstens das hat man hier nicht so oft im Spiel. Fällt übrigens auf, wir haben schon fast keine Tastaturen mehr. Jetzt gleich nur noch 8 Stück. Wir müssen also echt gucken, ob wir überhaupt, haben wir überhaupt noch so viele, wie wir an Bestellung? Ich glaube tatsächlich nein. Was haben wir hier sonst noch so? Oh, es ist schon wieder der Drucker, der kein Papier mehr hat. Oh nein, da muss tatsächlich noch eine Sache rein. Warum kann ich die Box nicht aufmachen? Die Box einfach nur aufmachen. Sekunde.
will nicht alles rausmachen eigentlich. Das ist Kacke. Warum muss man alles rausmachen, wenn man... Naja. So, drei Mäuse. Drei Tastaturen müssen wir da jetzt halt noch irgendwie reinkriegen. Ja, das passt. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, Sekunde. Ich muss das mal beenden. So viele haben wir halt echt bei weitem nicht. Das sind halt direkt nochmal drei. Ja, das heißt, wir müssen wahrscheinlich welche so kaufen. Das gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht gehen wir dann tatsächlich jetzt erstmal gleich auf Produkte, mit denen wir direkt eine Gewinnmarge machen und nicht nur, wenn wir zu einem guten Deal kommen und dann die Produkte super günstig kriegen. Weil das ist halt die Sache, wenn wir jetzt bei dem Handy dann tatsächlich sogar irgendwann auch noch einen Deal hätten zum Beispiel, dann könnten wir damit halt unglaublich Asche machen. Je nachdem, wie hoch der Preisnachlass natürlich ist, aber ne? Das könnte dann schon interessant werden. Jetzt bin ich aber tatsächlich auch mal gespannt, wie viele Bestellungen wir hier überhaupt haben. Weil eine liegt da schon drauf, die nächste machen wir gerade. Da ist nichts, was außerhalb der Box ist. Sag ich doch. Nochmal Tastatur, drei Mäuse. Und ja, spätestens jetzt haben wir die Confirmation, dass wir nicht genug Produkte haben. Und ich glaube, wir haben noch eine Menge mehr Bestellungen, die wir gerade einfach nur noch nicht angezeigt bekommen, da in der Hotbar. So. Naja, da ist gerade noch mal ein dazugekommen, ne? Das ist einfach krank. Wie viel die Leute hier kaufen. Ja, fast wie in Real Life, ne? Real Life um die Weihnachtszeit einfach so. So, ich würde gleich dann einfach mal welche bestellen, so wieder Tastaturen, aber wirklich nur so viele, wie wir im Moment brauchen. Zumindest bestenfalls. Denn wir stellen Sortiment mal wieder um. Ja. Dann eine einzelne Maus. Also wenigstens eine normale Person. Nicht jemand, der einen Kopf für die ganze Familie macht. Ja. Da hätten wir dann direkt einmal, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, dies können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Und ich weiß halt noch nicht mal, ob da nicht noch welche kommen. Also wir bräuchten mindestens mal, wenn ich mir das hier so anschaue, sechs weitere Tastaturen. Kaufen wir, was weiß ich, 15 oder sowas, 16, 15, vielleicht auch 14 nur. An denen machen wir jetzt halt wahrscheinlich Verlust. Oder fast Verlust.
Das tut schon ein bisschen weh, ne? Vor allem so viel Geld haben wir auch gerade gar nicht. Ha. Ich würde gerne Handys mitbestellen. Ich weiß aber nicht mal, ob ich das kann. Also ein bisschen schon, aber... drei Stück. Das ist schon knapp. Mehr ist nicht drin. Und das gefällt mir so ganz und gar nicht. Hoffen wir mal, dass es da demnächst wieder irgendwelche Rabattaktionen gibt. Zu irgendwas. Sonst haben wir ein relativ großes Problem. So gut gelaunt sind wir wieder. Wie sieht's denn aus? Wann kommt das Zeug nochmal? 10. Aber weißt du was? Hauen wir uns bis 11 hin. Ist das Zeug auch auf jeden Fall hier. So, auf welchen Regalen landen die Handys? Auch auf denen hier. Dann bin ich mal gespannt, was überhaupt hier noch hinkommt. So, ein mittleres Paket wieder. Eine Tastatur und drei Mäuse. Ich glaube, dieses Mal könnte es tatsächlich sogar fast kritisch werden, dass wir noch alles rechtzeitig verpackt bekommen. Weil wir halt einfach so viele Bestellungen haben. Das ist halt schon krass. Aber mittlerweile ist das hier so ein, wirklich schon so ein halbes Amazon Warehouse. Nur halt mit nicht so viel Produktauswahl. Das haben wir nicht, da gebe ich zu. Gut, und wir könnten die Sachen vielleicht ein bisschen platzsparender in die Regale legen. Dann könnten wir auch insgesamt mehr Produkte haben, aber anscheinend sind wir dafür nicht die richtige Person. Ordentlich mit Regalplatz umzugehen. So, nochmal 2-2. So, danach haben wir noch 8 Stück dann von den Tastaturen. Ja, ich nehme sie auf jeden Fall auch nochmal zurück ins Sortiment, wenn sie halt, ne, rabattiert gibt. Aber gerade von den Sachen macht es halt ohne Rabatt kaum Sinn. Außer wir würden die Preise erhöhen, aber dann kauft es ja niemand mehr. War wieder 9 Pakete scheinbar. Also wir könnten theoretisch mal die Handys könnten wir von mir aus, wohl, wir warten vielleicht bis nächsten Tag, bis wir die Handys reinhauen. Und dann würde ich die tatsächlich relativ teuer machen erstmal. Weil wir wollen nicht, dass jetzt jemand reinkommt und 5 Handys direkt bestellt. Weil so viel haben wir halt nicht. Sondern wir wollen erstmal, dass die vielleicht sich ein bisschen langsamer verkaufen. Aber wir machen ja sowieso Profit mit denen. Und wenn wir die vielleicht ein bisschen teurer verkaufen, dann machen wir halt auch ordentlich Profit mit denen. Um realistisch zu sein, müssten wir die auch irgendwie für 500 Euro reinstellen. Ich meine, die heißen L-Phones, sprich, das sind eigentlich iPhones. Also, ne? Da, und selbst dann sind wir noch günstig. So, laden wir das mal ab. Perfekt. Schöner abladen geht gar nicht.
So, da ist er schon. Beeil dich mal ein bisschen. Naja, er hört nicht auf uns, aber habe ich auch nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Also. Im Moment können wir nicht mehr hinten einladen. Konnte man das nicht ganz am Anfang? Also zum Beispiel in der Pre-Release-Version konnte man das, glaube ich, noch. $919. Das ist schon ganz geil. Allerdings geben wir davon jetzt halt auch wieder ein bisschen was aus, wahrscheinlich. Ich würde die Handys tatsächlich erstmal für 111 ist das Maximum. Ich würde sie vielleicht für $90 inserieren. Weiß, das ist teuer. Aber so teuer ist es eigentlich noch nicht mal. Wenn wir uns mal den Slider da anschauen, es geht schon noch ein gutes Stückchen nach da. Wir könnten auch 100 machen. Inserieren wir sie für 100. Ganz ehrlich, warum nicht? So, jemand, der nur eine Maus will. Kann jetzt natürlich sein, dass es erstmal nicht so super läuft damit. Aber das ist auch nicht schlimm. Wir müssen ja mal gucken, wie sich die Leute verhalten, wenn man, nicht die unglaublich, unglaublich günstigsten Preise hat. Und wir brauchen auch wieder Schlaf. Dringend. Ja, da hat jemand ein Handy gekauft. Noch jemand, noch jemand, noch jemand. Mehr als wir sogar haben. Und das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich meine, wie gesagt, momentan haben wir nicht so super viele von denen, aber dafür, was für einen Profit man mit jedem Handy macht, ist das schon sehr, sehr gut für uns. So, da hätten wir erst nochmal zwei Mäuse. Die werden wir jetzt halt auch unglaublich schnell gerade im Moment wieder los. Vielleicht machen wir demnächst die Handys dann auch ein bisschen günstiger. Also ich will jetzt nicht das komplette Arschloch sein. Aber der Gewinn ist, glaube ich, auch ganz gut. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir trotz dessen, dass wir jetzt nicht so super viele Pakete jetzt mehr verkaufen im Moment, könnte das hier trotzdem so eine Tagesbestellung von um die $900 werden, denke ich. Also ich halte es nicht für unmöglich. So, Moment, da kommt noch ein Handy rein. Es ist übrigens schön, dass dieses total tolle iPhone ganz klar und deutlich Android dass auf dem ganz klar und deutlich Android läuft. Na. Sehr schön. So, Nummer 1. Nummer 2. Und dann kriegst du auch noch mal ein Handy.
Dann haben wir wieder drei Mäuse und ein Handy. Ein Handy haben wir leider gerade jetzt keins mehr. Ja, jetzt muss man ein bisschen Platz sparen sein, auf jeden Fall, wenn wir weiterhin die kleinen Pakete hier nutzen wollen und da halt vier Items reinkriegen wollen. Aber es geht schon, denke ich. Ja, Sekunde, da die Ecke. Und da oben in die Ecke. Na? Ja, genau das wollte ich. So, da ist nichts weiteres zum Drucken. Wir haben nur noch die paar Sachen, das heißt, bestellen wir mal ein paar Handys, würde ich sagen. Machen wir es hier Wholesale. Da müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir diese Rabattdinger dann auch noch kaufen. Was kosten, ich glaube, ja, nee, die sind, glaube ich, momentan noch zu teuer, oder? 240 ist halt echt nicht günstig. Aber 5% ist halt bei dem Handypreis auch nicht irrelevant.